Wir sind heute der Einladung zum Sommerfest zur Dorothea von der Höhlenfeld am Main, hier eine wunderschöne Galerie, und haben heute einen wunderschönen und einen ganz tollen Vortrag eines Künstlers gehört. Und ich bin gleich in Resonanz gegangen und habe mir gedacht, ich komme aus dem dermatologischen Bereich, ich bin Dermatologin und wir haben eine dermato-onkologische Praxis, dass schwarzer Stuhl, weißer Stuhl, Bild, schwarze Punkte, weißer Rahmen, schwarze Punkte, graue Umschleierung, weißer Rahmen. Und die Resonanz, was mir kam, oder auch diese Transformation, ist schwarzer Hautkrebs, weißer Hautkrebs. Ich sehe Punkte, wir haben viele Patienten, wo wir Punkte sehen und auch Flecken beobachten, diagnostizieren. Ich habe nicht immer schwarz und weiß, ich habe auch graue Anteile. Und man muss sagen, die Kunst verbindet viele, es gibt Brücken in viele Bereiche. Ich habe es heute für mich so gesehen, auch in dieser Corona-Zeit. Es ist eine besondere Zeit, es ist eine Zeitepoche, die noch nie da war. Und allein durch die wundervollen Werke dieses Künstlers kann ich nur sagen, wir haben Distanz, wir haben aber auch eine klare Kommunikation, und auch Distanz kann uns zusammenbringen. Es kann zwar Abstand bringen, aber es muss nicht immer nur negativ sein. Man kann trotz Distanz Freundschaften haben. Es kann positiv oder auch negativ sein. Und wenn man sich heute gerade auch den medizinischen Bereich anschaut, wenn man in die digitale Videosprechstunde gehen, die wir bei uns schon in der Praxis durchführen, heißt es lange nicht, dass durch die Distanz keine Diagnostik, keine Nähe zu dem Menschen, zum Patienten stattfinden kann, sondern es ist, finde ich, heute sogar möglich, durch diese digitale Methode die Distanz auch positiv zu sehen. Also die Patienten brauchen zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Zeit keine Angst zu haben, in der Praxis zu kommen. Sie können wirklich online über unsere Digitalisierung trotzdem eine gute medizinische Versorgung bekommen. Und was wunderschön ist, dass man heute in dieser wundervollen, sag ich mal, Ausstellung Werke gesehen hat von Künstlern, die Sachen interpretieren, Distanz zeigen, und man kann eine Transformation machen und kann es in viele Bereiche übertragen. Und das finde ich das Schöne, dass ich ganz besonders für mich jetzt oder für meine Persönlichkeit heute in eine Resonanz getreten bin und in der Kunst dieses Künstlers mich eigentlich wiedergefunden habe. Und das finde ich ein sehr positives Zeichen, dass Kunst verbindet und Kunst die Augen öffnen kann in viele Bereiche und Kunst wirklich ein großer Mittelpunkt des Lebens sein sollte. Und wenn wir hier an diese große Wand schauen, ein riesen Kunstwerk, ich sehe mittlerweile nicht nur die grauen Schatten, das Licht spiegelt mir auch helle Schatten, Lichtreflexe, wie Sterne am Himmel. Ich habe keinen Rahmen drumherum. Es zeigt die Weite von schwarzen Punkten, und wenn man näher hinschaut, sind es keine Punkte, es sind ovale Elemente, die der Kommunikation dienen, die weltweit einer Kommunikation dienen, in einem wunderbaren Netzwerk für mich gesehen. Ich sehe die grauen Schatten eher jetzt im Hintergrund. Ich sehe viele helle Reflexe wie an einem Himmel, am Abend vielleicht auch, wenn man die Sterne langsam aufgehen sieht. Und das sehe ich positiv, auch in so einer Zeit wie Corona, die Positives und Negatives, Schwarz und Weiß zeigt, aber der Regenbogen und auch die wunderschönen Farbausstellungen, Farbkunstausstellungen von Lore Bert hier in der Ausstellung zeigen auch die bunte Welt, die wir brauchen, um Positives zu sehen, und das machen wir auch eigentlich tagtäglich, um die Farberkennung an einem Organ, an dem größten des Menschen. Und ich bin dankbar, eingeladen zu sein. Die Familie war hier eingeladen, auch die Kinder konnten zu der Zeit das genießen, und wir möchten uns ganz herzlich bedanken.